Was ist das denn? Oh, ist das Dog Day? Ist das diese untote Dog Day-Version? Oh, er ist hier! Wir werden uns heute wieder neues Gameplay aus Poppy Playtime Kapitel 4 anschauen, während wir auf das offizielle Release warten. Und angeblich wird es eine untote Version von Dog Day geben. Dog Day war der letzte Smiling Critter und er ist draufgegangen in Kapitel 3. Werden wir den nochmal wiedersehen? Freunde, wir schauen uns das neue Gameplay an. Lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und let's go! Wir sind jetzt hier schon wieder irgendwo unter der Playtime Corporation unterwegs. Und hier ist Bubba Bubba Fund. Bubba Bubba Fund. Was? Er erinnert sich an mich? Okay. Wir kommen hier. Was steht da? Amusement Park? Und da ist Bubba Bubba Fund. Oh, ich habe gerade erst gedacht, das wäre eine Wand. Ich dachte, da ist eine blaue Wand. Ich habe gerade erst gerafft, dass das ein Elefant ist. Da stand Amusement Park. Also sowas wie Vergnügungspark. Alter, wir haben hier ein komplettes Waisenhaus, kompletten Vergnügungspark und was weiß ich noch alles hier unter der Playcare, unter der Playtime Corporation. Alter, wir haben... You're not as smart as they tell. Warum klingt er so creepy? Alter! Was hat er vor? Was macht er? Yo, er hat uns durch den Boden krachen lassen. Und... Miss Puss? Was ist das denn? Die Mom von Catnap oder was? Und jetzt sind wir irgendwo hier unten. What the hell? Bubba Fund hat uns einfach durch die Decke krachen lassen. Weil er so auf den Boden gestampft hat. Okay, hier ist eine Lüftung, ne? Ja, hier können wir durch. Okay, aber... Klar kann ich mich vor dir verstecken. Aber wahrscheinlich... wird es... nicht gut ausgehen, Alter! Das... Was ist das? Wo bin ich denn jetzt hingerutscht? Oh nein... Er wird sich um dich kümmern. Wer ist er? Wen meint die? Wo sind wir hier überhaupt? Alter, ist das dunkel hier. Man sieht einfach nichts. Hier ist ein... Ah, guck mal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Licht. Was? Oh! Was ist das denn? Oh! Oh, ist das Dog Day? Ist das diese untote Dog Day-Version? Oh ja, ist es. Was? Das gibt's doch nicht. Okay, setzt mal hier das Ding ein. Ja, let's go. Und, Alter, hat uns fast erwischt. Junge, als wenn die Dog Day wiederbelebt haben. Was haben die für Experimente gemacht? Verfolgt er uns jetzt? Nee, er kommt da nicht drunter durch. Was für ein Monster. Dog Day ist jetzt einfach auch böse. Aber wir werden jetzt einfach hier oben vor ihm abhauen. Wir lassen uns mal nicht aus der Ruhe bringen. Der kommt ja jetzt erstmal nicht hinter uns her. Hoffe ich zumindest. Die Musik ist immer noch an. Muss mir das Sorgen machen? Ist der... Wer knurrt da? Oh! Er ist hier! Alter! Wie hat er es hier hingeschafft? Doch, Alter, wie creepy sieht der aus? Okay, wir müssen auf jeden Fall hier weg. Der ist hinter uns her. Geht die Tür hier auf? Yes! Okay, ab hier rein. Und durch die Wand. Let's go. Ey, wie gruselig sieht die Version von Dog Day bitte aus? What the hell? Und er kommt da durch. Sag mir bitte nicht, er folgt uns auch noch durch den Schacht. Nee, passt er nicht, ne? Nein, er ist ja zu dick für. Alter, Glück gehabt. Und wir folgen hier jetzt... Ist das Mr. Delight? In Kapitel 3 hatten wir ja Miss Delight. Ich glaube, das hier ist Mr. Delight. Wo sind wir hier eigentlich? Poppy führt uns hier irgendwo hin, tief unter der Fabrik. Aber, oh!
Be careful, we don't want to lose another valuable ally. Wir sind... Das ist Mr. Delight. Wir sind durch den Boden gebrochen. It was terrible, and I didn't want that fate. Ach, Mr. Delight? Oh! Poppy hat gerade gesagt, ey, Mr. Delight, wie hast du es geschafft, normal zu bleiben? Also er hat es geschafft, nicht durchzudrehen, wie die ganzen anderen Spielzeuge und Leute, die hier waren. Er hat es irgendwie geschafft, vernünftig zu bleiben. Later I made a weapon and killed two sisters before they suspected that I was not one of them. Then I met you, Poppy, and found out that not everyone was happy about the Hour of Joy. Ja, nicht jeder wollte die Hour of Joy, aber wo sind wir hier unten? Wir rufen Ollie an. Was? Es gibt mehrere Playcares, hat er gerade gesagt. Es gibt mehrere Playcares. Nicht nur die Playcare, wo wir in Kapitel 3 waren, sondern noch andere? What? Aber wer weiß, wie viele Kinder die dann sonst noch so experimentiert haben. Then something happened and this part was simply sealed and closed in one day. The data on this project is classified. But Ollie managed to find out something interesting. Alles, oh, Ollie ruft uns an. Was? Die haben uns gefunden, wir sollen gehen? Wer hat uns gefunden? Wo sind wir hier überhaupt? Ist es irgendein Büro oder so? Wurde von hier aus die Playcare geleitet? Oh! Oh, der Kopf von Dog Day! Piggy, Piggy! What? Alter! Oh! Alter! Piggy, Piggy! Ja. Lebt Dog Day noch? Was? Sein Kopf lebt quasi noch? Was? Okay, wir sollen irgendwie seinen Kopf verbinden mit irgendwas. Wir sollen irgendwas zum Verbinden suchen. Was denn hier? Oh, so ein Gürtel? Okay. Das funktioniert? Ob das irgendwie den Gürtel da um seinen Hals? Okay, wenn das... Alter, Mr. Delight kämpft da immer noch gegen Piggy Piggy. Yo. Oh! Was zur Hölle? Alter, Mr. Delight hat einfach Piggy Piggy umgebracht. Was zur Hölle? Dog Day is still alive, but need medical help immediately. Dog Day lebt noch. Piggy Piggy might have destroyed electrical wire outside. Können wir seinen Kopf wieder irgendwo annähen? Just find reserve batteries and it should be working again. Damit Dog Day wieder einen Kopf hat? Einen Körper meine ich? Sein Kopf wieder einen Körper, so rum? Yo, ey, wie riesig diese Playcare einfach ist, ne? Was die hier alles gebaut haben. Okay. Wir brauchen drei Batterien, um den Strom wiederherzustellen, damit unsere Sicherheitssysteme wieder funktionieren. Dann hätte Piggy Piggy auch nicht einbrechen können. Schauen wir mal, ob wir die... Da war doch gerade eine, oder? War da nicht gerade einer am Leuchten? Hier ist schon mal eine. Let's go. Oh, das sind sogar die großen Batterien. Okay. Können wir schon mal direkt eine hier einsetzen? Let's go. Und ich meine, ich habe da eben noch eine leuchten sehen, aber vielleicht habe ich mich auch verguckt. Noch eine zweite Batterie finden. Da ist noch eine. Let's go. Easy. Setzen wir die auch ein. Und dann noch eine dritte vielleicht. Hier irgendwo. Da ist noch eine. Auf dem Stuhl. Easy. Oh, wir können sogar beide gleichzeitig tragen. Perfekt. Dann bringen wir die mal direkt runter. Und stellen den Strom wieder her, damit wir wieder 100% safe sind. So, eine, zwei, drei Batterien wieder drin. Jetzt müssen wir noch irgendwas wieder resetten. Wie in so einem Sicherungskasten oder so. Schätze ich mal. Oh, der Prototyp! Alter, der hat Piggy... Der
Er hat einfach Piggy Piggy da durchgezogen. Oh. Irgendwas ist schief gelaufen. Oh nein. Okay, also wir haben gerade irgendwas durchgebrannt, irgendeine Sicherung ist rausgeflogen oder so. Wir sollen runter in den Keller. Da gibt's noch einen Ersatzgenerator. Schauen wir mal. Jemand ist da unten. Wer ist da unten? Wenn ich fragen darf. Okay. Er wird schon irgendwie funktionieren. Wo gehen wir hin? Hoch, runter? Runter? Okay. Erstmal runter. Erstmal. Yep. Was? Ist das Olli? Sein bester Freund ist im Keller. Der kann uns helfen, sagt er. Wen meint er? Ist das Boogiebot? Das ist... Warte mal. War das Boogiebot gerade da? Hinter der Scheibe? Ja! Guck mal! Der Boogiebot! Kann der uns helfen? Wenn wir ihn reparieren? Können wir ihn wieder anmachen? Irgendwie? Bestimmt, oder? Hier, guck mal, das ist doch... Das hier ist doch der Generator. Den müssen wir jetzt nur irgendwie wieder starten, oder? Hier, ziehen wir schon mal einen Hebel. Und wir haben wieder Licht. Sehr gut. Oh, guck mal, Sir Poopsalot ist auch hier. Das kleine Sir Poopsalot-Spielzeug. So, jetzt braucht hier... Boogiebot braucht eine Energiezelle. Und jetzt? Ist er... Nee, noch nicht wieder am Start. Braucht er noch mehr Strom? Vielleicht braucht er... Oh, oder wir müssen hier den Knopf... Nee, was ist das? Ah, das ist ein Kabel. Wir ziehen ein Kabel zum Boogiebot. Und... Fährt er jetzt wieder hoch? Ja! Der Boogiebot! Let's go! Okay. Also wir haben Zugang, weil wir haben eben diese Marke eingesammelt von Piggy Piggy. Die brauchten wir scheinbar, um hier Zugang zu haben. Okay. Also wir kriegen jetzt hier Equipment, kriegen wir Waffen, um uns gegen die Smiling Critter zu verteidigen. Habe ich das richtig verstanden? Hier haben wir jetzt Zugang mit der Marke, ihr habt es gesehen. Jetzt kommen wir hier rein. Oh, Olli ruft wieder an. Ja, ja. Ist ein cooler Typ, der Boogiebot. Und hier gibt es jetzt Waffen, oder was? Hier ist ein Tape schon mal. Okay. Was geht hier ab? Wird uns irgendwas gezeigt? Oh, da. Die Slingshot Hand. Was macht die? Damit können wir schießen. Damit können wir Paintballs schießen. Okay. Die ist da drinne. Guck mal. Die nehmen wir mal mit. Nice. Und damit können wir jetzt... Oh, guck mal, wie cool das Ding aussieht. Damit können wir jetzt Paintballs verschießen. Let's go! Ist ja mega cool. Easy. Yo, das ist mal nice. Können wir damit auch vielleicht irgendwas verschießen, was auch wirklich stark ist? So als Waffe? Was? Irgendwer... Wie? Irgendwer kommt, um uns zu holen? Irgendwer will uns holen. Irgendwer will uns angreifen. Oh, ist das Kickin' Chicken? Oh!
Alter, was? Das ist definitiv Kicking Chicken. Es ist nur ein Smiling Critter, so gelb. Okay, wir müssen... Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wir müssen... Oh, da war er. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Können wir hier durch, ja? Oh. Wieso habe ich da drauf geschossen? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir müssen hier weg. Dringend, da ist es so. Alter, das Vieh ist auch übel groß, ne? Hier, Banzo Bunny. Oh oh. Wo ist das Ding? Da! Alter, das Ding ist größer als die Wände. Was? Oh, hier ist... Oh! Da ist es! Alter, was? Oh. Wir haben hinter uns zugemacht. Boah, das war knapp. Ey, Freunde, wenn ihr noch mehr Poppy Playtime Kapitel 4 Gameplay sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.